Jetzt bist du berühmt. Ja, noch nicht ganz. Du bist berühmt. Nicht der berühmte Filmemacher, Alter. Ja, der ist berühmt. Bring den mal an. Ist voll abgehoben. Oh. Herzlich willkommen, ihr zu G's Diaries Part 7. Diese Ausgabe von G's Diaries wird sich ausschließlich mit der Filmpremiere zu meinem Kurzfilm Jenna's Love Story befassen. Beziehungsweise habe ich ein, zwei Kritiken und Statements zu meinem Film einfangen können und werde diese natürlich euch nicht vorenthalten. Die letzte Ausgabe hieß The Final Diaries, aber wie sich die meisten vielleicht schon denken können, wird es G's Diaries in dieser Form trotzdem geben, je nachdem, wann ich Material zur Verfügung habe. Das heißt, unabhängig davon, ob mein Kurzfilm jetzt fertig ist, werde ich euch weiterhin mit diesem Scheiß hier nerven. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann würde ich sagen, viel Spaß mit meinem neuen Intro und G's Diaries Part 7. Tage zurück. Gewisse Dinge sind auf jeden Fall hängen geblieben. Es war ein cooler Abend, es war sehr gut besucht. Auf jeden Fall war der Platz, den ich mir selber reserviert hatte, vergeben. Und ich habe mich dann zu Robert G. irgendwo in die Mitte gesetzt. Das ist ein Autor, Filmjournalist und wandelndes Filmlexikon aus Magdeburg, den ich vorher noch nie persönlich getroffen hatte. Wir hatten immer so Kontakt über Internet. An diesem Abend ist er extra angereist, um meinen Kurzfilm im Kino zu gucken. Deswegen werde ich mich auch auf seiner Premiere blicken lassen, und zwar zu Realität. Scheint auch ein interessantes Projekt zu sein. Vielen Dank auch an dieser Stelle an Erich Mattis, der Fotograf, der an diesem Abend so ein paar Fotos geknipst hat. Und es war auf jeden Fall ein gelungener Abend. Auch das Kino hat sich nicht beschwert, weil offensichtlich haben alle Eintritt bezahlt, und deswegen hat sich der Abend auch für das Kino gelohnt. Ja, sehr cool, schön gemacht. Gut gemacht. Hast du verdammt schön gemacht. Sehr gut. Es war ein sehr wunderschöner Film und ein wunderschönes Making-of. Ja, er hatte recht, der Hauptdarsteller, dein Hemd ist scheiße, der Ton war etwas besser als das Hemd, und sonst war der Film top. Pina Colada, was ist da drin? Ich guck mir immer so an, was du so machst. Ne? Weiß nicht, aber das war mir ein Begriff. Hat der Hieber auch nicht? Was sagen diese Nacken von Hydrophobic denn eigentlich? Ich fick richtig gern. Nein, das ist jetzt drauf irgendwo. Ich bin very. Warum filmt er denn nur mich? Film doch mal hier ihn. Top your ass. Da ich auf der Filmpremiere nicht wirklich anspruchsvolle Kritiken und Statements auf Kamera aufnehmen konnte, deswegen habe ich einfach den Mark Reiser nochmal angeschrieben. Das ist ein Filmemacher aus Berlin. Der ist auch selbst Autor und Filmemacher und hat schon an diversen Kurzfilmen mitgearbeitet, beziehungsweise hat seinen ersten Langfilm Don't Open the Door vor Jahren mir mal zugeschickt, und deswegen war es klar, dass er meinen Film jetzt natürlich auch kriegt. Viel Spaß mit Mark Reiser von den Misfits Films und seiner Kritik zu Jenna's Love Story. Ist das an? Lieber Gero, jetzt wollte ich mich mal zu deinem Film äußern. Ich muss sagen, bin unglaublich beeindruckt, welche Kreativität und welche Leidenschaft, die förmlich schon aus dem Bildschirm raustriefte, du dieses Werk realisiert hast. Großes Lob auch an all deine Darsteller. Die Darsteller haben einen wirklich, wirklich tollen Job gemacht. Es gibt eigentlich nur ein einziges Manko in dem Ganzen. Das ist der Ton. Das sei dir jetzt aber mal von meiner Seite aus verziehen. Nichtsdestotrotz ist das zu verschmerzen. Man hat die Darsteller sehr, sehr gut verstanden. Ich mochte diese Idee, dass man immer wieder nach bestimmten Szenen gesehen hat, wie sich das davor entwickelt hat. Und auch die Art, wie du das umgesetzt hast, ist grandios. Also ich bin sehr gespannt auf weitere Werke von euch, und zwar vom kompletten Team. Ein Film, ob ein Kurzfilm oder auch ein Langfilm, lebt und besteht letzten Endes nur durch das Team. Das ist der Regisseur, das ist der Autor, das sind die Produzenten.
Genauso wie vor allem die Darsteller. Es lebt von der Musik, es lebt von der Kamera. Die möchte ich ganz besonders hervorheben. Ich bin ein Fan solcher Einstellungen, wie du sie in deinen Kurzfilm reingebracht hast. Die sind Scott Spiegel-like, wie in Blood Knight oder auch Intruder. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf das nächste. Ich hoffe doch mal auf einen Langfilm, der dann natürlich diese Mechaniken oder auch diese Arten, die du jetzt in diesen Kurzfilm reingebracht hast, die in diesen Kurzfilm auch reinpassen, natürlich in einen Langfilm nicht ausufern lässt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wirst du nicht machen, denn du hast ein sehr gutes Gespür für Szenendarstellung, scheinbar auch für die Führung von deinen Darstellern. Ich finde das wirklich, wirklich gut. Du hast eine unglaublich gute Arbeit abgeliefert. Ich bin auch in keinem Fall neidisch auf dein Werk. Wir sollten uns mal zu einem Kaffee treffen. Wie gesagt, bleib an der Sache dran. Es ist ein super guter Film. Er hat seinen Platz neben meiner Blu-ray gefunden von Night of the Living Dead. Wir verstehen uns. Und halt mich auf dem Laufenden. Und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir auch irgendwie mal zusammen etwas machen könnten. Ich freue mich auf positive Nachricht von dir zu diesem Video. Wir sehen uns. Klar? Vielen Dank, Marc, für dieses durchaus positive Feedback zu meinem Film. Also ich finde es viel zu positiv, muss ich ehrlich sagen. Und auch, dass diese DVD direkt neben Night of the Living Dead steht. Wer nicht die Möglichkeit hatte, an der Filmpremiere teilzunehmen, hat die Möglichkeit, Jennas Love Story auf dem Filmfestival Weekend of Fear zu sehen. Tickets findet ihr auf der Webseite. Am 6. und 7. Mai findet das Weekend of Fear Festival statt. Das sind unabhängige Filmemacher, die da ihre Werke eingereicht haben, auch international. Dieses Filmfestival beschäftigt sich ausschließlich mit dem Genre Horror, Science Fiction, obskure Filme, Sachen, die in Deutschland jetzt nicht so gut vertreten sind. Auf diesem Grundstein ist dieses Festival vor knapp 20 Jahren errichtet worden. Deswegen bin ich auch mega stolz, dass mein Film auf diesem Festival läuft. Ich freue mich auch auf die Leute, die ich da kennenlerne, auf die Filme, die ich da sehe. Als Zusatzinfo, Peter Jackson ist wohl auch schon da gewesen und so ein paar deutsche Filmemacher in der Stilistik. Olaf Ittenbach, Timo Rose, Uwe Boll, er ist auch da gewesen, ja. Ich denke, das wird ein schöner Abend auf dem roten, blutigen Teppich. Das nächste, was ihr in videotechnischer Form von mir sehen werdet, ist wahrscheinlich das Samless Musikvideo I Still Adore You. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen und wir sehen uns. Fuck you.